Warum es sinnvoll ist, dein Marketing oder dein Unternehmen zu automatisieren, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Saad Chamo aus dem Marketing-Team der A&M. Ich möchte dir heute ein paar Denkansätze geben, wie du eventuell dein Marketing automatisieren kannst, was hilfreich ist und warum du es ja auch anwenden solltest. Lass uns erstmal nochmal ein bisschen weiter nach vorne blicken. Wozu dient eine Automatisierung? Eine Automatisierung dient letztendlich dazu, dass ein Mensch nicht jeden Tag denselben Schritt nach und nach wieder machen soll. Sprich, wenn ich diese eine E-Mail bekomme zum Beispiel, dann muss ich nicht extra aufstehen, dahin gehen, das drucken und so weiter. Ja? Das ist so im täglichen Bürobedarf. Wie oft hast du denn dasselbe für 5 verschiedene Kunden immer wieder gemacht? Es ist eigentlich jedes Mal dasselbe, obwohl du vorne raus eigentlich nur den Namen anpassen musst. Ja? Und genau das ist im Marketing nicht anders. Du kannst dein Marketing in dem Sinne standardisieren, dass du gewisse Prozesse so aufbaust, wenn du das eine tust, dass das automatisch, also die Automatisierung dahinter auch für andere Kunden greift. Ja? Das heißt, du hast letztendlich ein Rolling, eine Vorlage, wie du gewisse Strukturen dann einarbeitest und musst vorne nur noch einen kleinen Hebel immer setzen und der Rest passiert automatisch. Warum ist das sinnvoll? Ja, ganz einfach. Letztendlich ist es so, wenn der Mensch einen Fehler machen kann, wird er auch immer wieder einen Fehler machen können. So. Und Automatisierungen machen selten Fehler, weil du hast eine gewisse Definition gegeben, du sagst, das soll so und so funktionieren. Und das Wichtigste, wenn du den Prozess einmal änderst, hast du ihn automatisch im ganzen Unternehmen geändert. Also an dieser Stelle meine ich. So. Also dein Vorteil ist natürlich, du musst nicht jedes Mal jeder Person alles neu erklären, was im Hintergrund läuft und so weiter. Wir benutzen das vor allem zum Beispiel bei uns mit so einer gewissen Bilderdatenbank. Ja? Wenn ein Kunde neu ist, dann müssen wir diese Bilderdatenbank für den Kunden nicht immer wieder neu erstellen. Das ist ja ein Prozess, der für jeden Kunden gleich ist. Ja? Damit habe ich im Marketing wahrscheinlich ja, nicht viel gespart, vielleicht 10 Minuten pro Kunde oder 15 Minuten, aber rechne das doch mal hoch auf die Zeit. Und so geht es dann immer weiter. Im Marketing, ja, Automatisierung ist schon, was man, ja, zum Beispiel fängt es ja schon an, wenn du standardisierte Mails hast, standardisierte Prozesse, das ist auch ein Automatismus dahinter. Aber bei uns ist es jetzt zum Beispiel auch ein ja, Live-Beispiel, wenn jemand das Onboarding durchführt hat, ja, dann wird dieses Projekt einfach nur verschoben und im Hintergrund passieren schon 4, 5 Sachen. Ja, zum Beispiel die Rechnung soll raus, zum Beispiel die Grafikabteilung soll das und das machen und der Texter soll das und das machen. Und das geht alles sozusagen automatisiert. Man schafft vor allem, ja, also man spart vor allem viel Zeit, ja, und man reduziert die Fehlerquote maximal. Deswegen der Tipp von mir, denk doch mal darüber nach, was könntest du bei dir im Marketing jetzt automatisieren, was könntest du denn da machen? Und geh nicht erstmal mit dem Denkansatz, das geht nicht, sondern wünsche dir erstmal nur, was könnte klappen und danach machst du dir Gedanken, wie du es machen kannst. Ja, auch dafür haben wir natürlich viele Tipps. Komm gerne mal auf uns zu. Und schreib uns eine Mail, eine Nachricht. Wir kümmern uns darum und bis zum nächsten Video.